Ah, sehr viel Backroom. Sehr viel. What? What? Schicksalshelden, oh mein Gott. Spielt der Phoenix in Forza? Nein. Das war Duell Nummer 3 gewonnen erst. Ich bin heute gar nicht fertig mit den SBs, weil die so krass sind. Ich habe jetzt nicht so viel Defense hier. Das ist sehr viel Offense. I guess. Und jetzt Rippin' Pepperonis oder was? Das ist kein Hunger, das ist Abkühlung. Oh wow, der Avian kommt nicht mehr rüber, weil wir bei 1000 haben. Wie man die Diskrepanz im Anime dann merkt, ne? Der hat 1000, der hat 1100, aber ein Effekt, womit der halt nochmal zwei rausholt. Und das Ding ist halt viel älter als der. Und dann kriegt so Jane so einen Schmarrn. Battleface, I guess? Jetzt kommt Hellensignal wahrscheinlich bei ihm. Nee? Ich bin morgen auf der Arbeit. Also dort auf der Arbeit, wo es halt ein bisschen Klimaanlage gibt. Ich werde morgen mir schön Klimaanlage geben. Und muss hier mich zu Hause nicht hier oben jetzt in der Hitze abgrämen. Schön, wenn man Möglichkeiten hat, irgendwo hinzugehen, wo man eine Klimaanlage hat. Wann soll es Mittwoch, glaube ich, so fucking heiß werden? Lohnt sich Solo-Modus? Warum nicht? Will ich irgendwas machen? Die Wassermelone ist nicht aus meinem Garten, nein. Ich glaube jetzt. Kann ich nicht machen. Ich mache mal Kornblumen und gucke ich mal, ob ich im nächsten Zug mit Zeus alles wegdingsen kann. Ich nenne diese Melonen gerne Tscherno-Melonen, weil die aus Tschernobyl gefühlt sind, weil die immer so riesig sind. Das sind die vom russischen Geschäft. Oder russischsprachigen Geschäft, sagen wir mal so. Die meisten Sachen halt nicht, sind halt nicht aus Russland. Chalice hätten, damit ich nicht platt gemacht werde? Ich hätte Synchronisierer normeln können, aber ich wüsste jetzt nicht, worauf ich gehen will. Kann ich jetzt immer noch machen. Man Phase 2. Machen wir Zeus plus Crystal Wing. Wir betäubende Magierin. Er hatte D-Stuff. D-Stuff.
Rayquaza. Ich habe noch ein Junk Synchron im Deck. Bra! Ich dachte für den Rest des Spielzugs, im gesamten Spielzug. Okay. Wenn ich jetzt dafür halt den Krüppelrasen gewastet habe. Na gut, er hat eh nur noch 2,5. Das war mein Schmarrn-Game. Entmannung. Das sind ja mal auch Themen im Chat. Puh. So, da würde ich sagen, machen wir ein paar Legacy Packs auf. Bonuspack. Ja, hier ist auch so warm. Aber ich darf die Mitte leider nicht anmachen, weil es so laut ist. Ich sehe, die Bäume bewegen sich auch kaum. Luft steht still. Kogoroshi oder Kogarashi. Man kann Karten aus dem Legacy Pack dismanteln, die, die man selbst craftet. Könnte man eigentlich auch mal so eine Challenge machen, wo man nur mit Karten aus dem Legacy Pack spielt? Das wäre richtig funny. Legacy Pack Challenge oder so. Überhaupt nichts. Da wollen wir nicht hin. Warte mal, das war ab Mittwoch, ne? Ja, morgen schon. Ne, was? Was? 20.07. und 19. beendet? Was? What? Demnächst aber schon beendet? What is this? What is this English, German? Ne, es beginnt da. Ja. Bis zum 28. Wollte gerade sagen, hä? Okay. Achso, wenn es morgen ist, wusste ich ja gar nicht. Vielleicht streamen wir das vielleicht sogar schon morgen dann. Muss mal gucken. Vielleicht streamen wir es morgen und Mittwoch dann. Nee. Wir wollen ein Solo. Ich hoffe, meine Kamera überhitzt heute nicht, weil es ist schon wieder fucking heiß. Alter, Falter, die ist schon sau heiß. Aber ansonsten habe ich diesmal zur Not die andere Cam griffbereit schon ready hier. Hier gab's ein bisschen mehr, ne, storymäßig. Ja. Das neue Event ist ohne extra irgendwas, ja. Komm, mach mal ein bisschen Story einmal wieder.
bevor wir dann wieder umsteigen auf den Solo-Modus Speedrun. Hier gibt es erstmal 150 Erdeballs anscheinend. Keine Musik? Ah doch. Es gibt eine einsame Insel irgendwo im weiten Ozean, von der man sagt, sie sei die letzte unberührte Ecke dieses Planeten. Einige glauben, dass es sich um das Land der Legenden, das in Vergessenheit geraten ist, handelt. Die Gewässer um die Insel waren immer unruhig und das Wetter unvorhersehbar, als ob die Natur selbst versuchen würde, jeden abzuweisen, der versucht, sie zu betreten. Die Menschen waren also nie in der Lage festzustellen, wie die Insel überhaupt in ihrer Gesamtheit aussah, geschweige denn das Ökosystem. Doch eines Tages wurde ein bestimmtes Team entsandt, um die Insel heimlich zu erkunden, und sie waren erst vor kurzem zurückgekehrt. Mit den Früchten ihrer Erkundungen, die in einer Nachbesprechung enthüllt werden sollten. Die Medien, die davon Wind bekommen hatten, wollten diese Information unbedingt bekommen, da es sich um die Entdeckung des Jahrhunderts handeln könnte, und überschwemmten das Team mit unzähligen Presse, Anmeldungen und Anfragen. Die Nachbesprechung begann in einem vollen, aber stillen Raum, in dem die Luft schwer wie Schlamm hing. Was hat das mit Yuki zu tun? Niemand war sich ganz sicher, was er von diesen Entdeckern halten sollte, die gleich ihre Kunden berichten würden, da sie nicht ganz normal aussahen, um es vorsichtig auszudrücken. Es war fast schwer, die Entdecker anzuschauen, weil sie so in Bandagen gewickelt da saßen und einige von ihnen zitterten, während ihre Augen ängstlich umherblickten. Welche Schrecken mussten sie wohl auf ihrer Erkundung erlebt haben? Welche Gefahren hatten auf sie gelauert, als sie auf die Insel wagten? Okay, ich dachte so, oh mein Gott, die sind potthässlich, die kann ich mir angucken. Nochmal Szenario? Oh, dafür kriegen wir nochmal hier Rettungsleine, keine Dangers. Ein einzelnes Teammitglied räusperte sich um und die Nachbesprechung begann. What, warum ist das hier? Akte Nummer 0028, Gefahr zu Chinoko. Lebt in grasbewachsenen Gebieten und Feuchtgebieten. Das Erscheinungsbild ähnelt dem einer Schlange mit runden Oberkörper und es scheint sich ebenfalls zu häuten. Das noch mehr. Es wurden keine lebenden Exemplare gefunden, aber es ist uns gelungen, seine Haut aufzusammeln. Ihre Analyse kann zu weiteren Entdeckungen führen. Akte Nummer 0159, Gefahr Donnervogel. Ein monströser Vogel, der über der Insel kreist, bedeckt mit einem dichten Gefieder aus bunten Federn. Die größte von allen Kreaturen, welche die Teammitglieder entdeckten, mit einer Flügelspannweite, die etwa so groß wie ein mittelgroßes Flugzeug ist. Es scheint von einer Art Elektrizität umgeben zu sein. Die Kreatur wurde dabei gesichtet, wie Blitze von ihrem Körper ausgingen. Sobald es seine Beute entdeckt hat, stürzt es sich vom Himmel herab und fängt sie mit seinen scharfen Krallen. Obwohl wir in seinem Weg gefangen waren, konnten wir sicher in eine nahegelegene Höhle entkommen. Während wir Schutz suchten, entdeckten wir eine seiner Federn in der Nähe und brachten sie mit zurück. Ach so, das ist eine von Donnervogel. Während sich die Zuhörer den Bericht anhörten, murmelten sie unter sich. Einige Forscher waren begeistert von der Tatsache, dass es physische Beweise für die noch nie zuvor gesehenen Kreaturen gab. Andere, wie zum Beispiel die Sponsoren der wissenschaftlichen Organisation, die die Entdecker ausgesandt hatten, überlegten sich, wie sie in Zukunft mit dieser Insel umgehen sollten, da die Kreaturen darauf weitaus gefährlicher waren, als sie gedacht hätten. I guess. Dann machen wir mal ein paar erstmal Duelle mit dem, oder, ja. Lerne die Einzelheiten von Gefahr, Ausrufezeichen Space Decks. Lernen wir mal so ein bisschen, was die können. Und machen ein bisschen erstmal mit den Lidex, bevor wir dann in den Speedrun wieder übergehen. Was macht ein Gefahr-Space-Deck einzigartig? Gefahr-Space-Monster haben Effekte, die von der Hand aktiviert werden. Dies kann dazu führen, dass die Monster entweder Spezialbeschwörung von der Hand beschworen oder auf den Friedhof gelegt werden. Nein, sie werden abgeworfen, nicht gelegt. Ob sie durch ihre Effekte als Spezialbeschwörung beschworen werden oder nicht, ist Glückssache. Aber Gefahr-Space-Monster haben auch Effekte, die aktiviert werden, wenn sie abgeworfen werden. Wenn du ihre Effekte klug einsetzt, kannst du das Spiel mit einem Überraschungsmoment auf den Kopf stellen. Ja, oder nur Pech haben und immer den Falschen treffen. Ja, aktiviere Bigfoot. Wahrscheinlich kriege ich jetzt Tsuchinoko. Nee, wie heißt der? Jackalope kriege ich wahrscheinlich in die Hand, ne? Oh nee, was ist das? Okay. Nutze den Effekt deiner Gefahr-Space-Karten, um das Duell in diesem Spielzug zu gewinnen. Wirf Gefahr Bigfoot Space in deine Hand ab, um Gefahr Spannung Geheimnisse Space zu aktivieren und füge deine Hand dann Gefahr Space Chupacabra von deinem Deck hinzu. Das Ding.
Okay. Da kann ich schießen und dann kriege ich den Chupacabra, den ich selbst abwerfen kann, damit er sich selbst specialt. Okay. Ah ja, damit er jetzt aus dem Grave holt. So, Gefahr, Space, Monster haben Effekte, die aktiviert werden, wenn sie von der Hand abgeworfen werden. Ach echt? Aktivieren den Effekt von Gefahr, Space, Bigfoot. Gefahr, Bigfoot, Space. Sorry. Gefahr, Space Monster aktivieren ihre Effekte von der Hand. Wenn du das tust, muss dein Gegner eine zufällige Karte von deiner Hand wählen, die du abwerfen musst. Falls die abgeworfene Karte ein Monster mit demselben Namen wie das Monster ist, dessen Effekt aktiviert wurde, wird der Effekt aufgelöst. Falls die abgeworfene Karte nicht denselben Namen hat wie das Monster, dessen Effekt aktiviert wurde, kannst du das aktivierte Monster als Spezialbeschwörung in deiner Hand beschwören und eine Karte ziehen. Aktiviere jetzt den Effekt von Gefahr, Chupacabra, Space. Let's go. Tschüss. Gefahr Chupacabra Space war die einzige Karte auf deiner Hand, weshalb sie aufgrund ihrer Effektaktivierung abgeworfen werden musste. Ach echt? Da die Karte jetzt aber abgeworfen wurde, kannst du den Effekt von Gefahr Chupacabra Space aktivieren. Aktiviere den Effekt und beschwöre Gefahr Bigfoot Space als Spezialbeschwörung. Greife die Life Monster des Gegners direkt an. Beunruhigende Gefahr. Guter Name. Okay. Wir haben Finsterniskugel. Warum gibt es nur ein Duell? Gab es nicht immer sonst immer zwei und dann nochmal zwei? Ne, es gab drei tatsächlich. Ja, hier steht auch drei. Okay. Dein Gegner hat keine Gefahr Monster der Stufe 5. Okay. Der Gegner hat keine Gefahr Space Monster der Stufe 5 oder höher in seinem Deck, sodass seine Angriffskraft insgesamt relativ gering ist. Lasse dich davon jedoch nicht in die Irre führen. Gefahr Space Monster Effekte können ihrem Spieler erlauben, mehrere Monster nacheinander Spezialbeschwörung zu beschwören, was es ihm ermöglicht, dich mit einer Flut von Angriffen zu treffen und deine Lebenspunkte oder LP Life Points stark zu reduzieren. Wehre deinen Gegner entweder mit deinen Monstern mit hoher Stufe ab oder nutze den Effekt von Reich der Gefahr Space, um zu vermeiden, von direkten Angriffen getroffen zu werden. Was ist denn mein Deck überhaupt? Hier. Okay, wir haben Garbage dabei. Weiß nicht, ob ich den brauche. Okay. Oh Gott. Ich habe keine Lust mehr, die Karten durchzulesen. Ich lese mir während des Duells vor durch. Ist er zum Glück nicht Teil des Speedruns. Hm. Einfach Draw 2? Mhm. Bitte hier so viele Spell and Traps, die man eigentlich gar nicht haben will. Das sieht doch schon mal besser aus. Was soll ich damit auf dem Spielfeld? Was soll ich mit dem, Alter? Ich will mit Bigfoot. Ja, weg damit, Garbage. Wir haben nicht mal ein extra Deck, wir haben nur Beatsticks. Nice. Vielleicht hätte ich dort die Fließbell behalten sollen. Okay, die bounced einfach. Ja, weg mit Einsatzteam. Was ist das? Achso, das ist der Searcher. Wow, du warst in Stufe. Oh, wir haben sogar einen.
Bra, was sehe ich die ganzen Bigfoots? Ich glaube, das lasse ich so. Ich habe erstmal kein Minus gemacht am Plus 1, das reicht mir erstmal. Okay, Chupacabra trifft. Die Trap. Mothman, oh. Thank you. Warte mal, was hat der. Hat er auch Du bist denn gefahren? Er hat Gefahrzone. Macht gar nichts im Grave. Was macht die im Grave? Macht die was? Okay, danke für den Bigfoot wieder. Nochmal eine Zahlungnahme. Interesting. Wie oft ziehe ich denn hier Spell Traps aus diesem Deck? Das ist unbelievable. Okay. Ganzen Spells, Alter, das kennt man nicht mit Gefahr, dass man so viele Spells spielt. Spells und Traps. Die sind. Ich habe keine Tage. Eieieiei, ist das schlecht. Was macht ihr denn ohne Extra-Deck mit den ganzen kleinen Monstern? Außer die Spell-Traps zu benutzen. Schon wieder meinen Bigfoot zurück. Sure, damit habe ich wieder. Kann ich die wieder benutzen. Okay. So, wie war das nochmal? Nicht als Ziel für Karteneffekte wählen. Okay, aber ich kann offene Karten wählen, oder? Das heißt, ich kann die schießen. Ich möchte den Damage Step, die benutzen. Ach so, ich kann auch die abwerfen. Ach so. Okay.
Bomb. Moin. Doggo, Thundervogel, Rogopogo, I guess. Doggo! Achso, der wird zerstört. Oh. I did not know. Wozu hat man die Karte überhaupt denn? Gott, ist das ein langes Duell. Und den treffe ich ihn selbst? Okay. Hören wir mal wieder Bigfoot, den er dann uns nachher wieder zurück auf die Hand bouncen möchte. Die Karte kriege ich auch niemals in den Grave, glaube ich, das Gefühl. Da sind 1, 2. Reicht das exakt für Game? Das reicht locker für Game. Okay. Ja. Danke. Uff. Ui, beruhigende Gefahr, ist auch gut. Mhm. Hören wir uns mal das Ziel an, was da passiert. Und sie haben die Monster gefunden. Jetzt machen wir hier Jurassic World. Bevor sie ihre Antwort finden konnten, wurde die Konferenz fortgesetzt. Akte Nummer 0232, Gefahr Bigfoot. Eine gigantische, muskulöse Kreatur mit schwarzen Haaren, die aus ihrem Körper wachsen und die mehrere Dutzend Meter hoch ist, wenn nicht mehr, zweibeinig, rast sie durch die Bäume, wenn sie durch die Wälder und Berge streift, in denen sie lebt. Sie hat ein außerordentlich schlechtes Temperament. Wir haben beobachtet, wie sie nicht nur unser Team, sondern auch andere Kreaturen in der Gegend angriff. Akte Nummer 0257, Gefahr Nessie. Eine drachenähnliche Kreatur mit langem Hals, die dabei beobachtet wurde, mit Bigfoot zu kämpfen. Die Kreatur ist ebenfalls extrem groß. Gott, versucht man hier bis auf den Pixel runter. Die Kreatur ist ebenfalls extrem groß, augenscheinlich genauso groß wie Bigfoot. Sie ist extrem gefährlich. Was für eine Info. Während das Team auf dem See unterwegs war, tauchte die Kreatur ohne Vorwarnung aus dem Wasser auf und brachte das Boot zum Kentern, wodurch wir vieles verloren, was wir gesammelt hatten. Es war ein Wunder, dass wir lebend zurückkehren konnten, nachdem wir der Kreatur auf so kurzer Entfernung begegnet waren. Die Entdecker setzten ihren Bericht über andere Lebensformen, die sie gesehen hatten, fort. Die anderen sind egal. Unter den anwesenden Zuhörern gab es einige, die diese Geschichten für zu weit hergeholt fanden, um sie zu glauben. Doch selbst sie konnten nicht leugnen, dass die Entdecker mit echten greifbaren Proben zurückgekehrt waren. Alle Teammitglieder waren sich einig, dass, obwohl die Insel noch über viele ungelüftige Geheimnisse verfügte, sie dennoch viel zu tückisch war. Kurz nach Abschluss dieser Konferenz sollte ein zweites Team geschickt werden, um die Insel weiter zu erkunden. Sie investierten in neue Ausrüstung und mehr Arbeiter und machten sich auf den Weg mit der Absicht, nicht nur mehr über die geheimnisvolle Insel zu erfahren, sondern auch, auch einige lebende Exemplare zu fangen und diese mit nach Hause zu nehmen. Wer weiß, was sie auf der nächsten Expedition finden werden oder ob sie lebendig zurückkehren werden. Okay. Abgeschlossen. Dunkles Opfer. Opfer. Ja, nee, ich möchte nicht auf drei... Was war das? Aufsteigende Monstrosität. Recon. So, dann nutzen wir mal 300 Powerballs of Dark. Und schalten uns mal die harten Duelle frei.
Dein Gegner wird versuchen, den Effekt von Hülle der Finsternis Space zu nutzen, um deine Monster als Tribut anzubieten und deine Karte zu aktivieren. Um zu verhindern, dass deine Monster übernommen wird, kannst du Hülle der Finsternis Space zerstören, indem du Happy Flatterish Space verwendest oder Gefahr Bigfoot Space für seinen Effekt von deiner Hand abwirfst. Okay, du spielst Leer? Leer, okay. Okay. Eieieiei. That's gonna be fun. Was haben wir? Ah, oh, sehr viel Backroom Moves. What? What? What the f. What the f. Warum Kuribus? Ach du. Oh mein Gott, ich hab keine Ahnung, was die machen.